Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. In diesem Video soll es um die Radfahrzeuge gehen. Ich möchte euch die besonderen Eigenschaften dieser Panzer vorstellen. Ich möchte einen kleinen Vergleich zu den normalen leichten Panzern im Spiel ziehen. Ich möchte aus den besonderen Eigenschaften oder aus den Eigenschaften, die diese Radfahrzeuge haben, die Vor- und die Nachteile euch aufzeigen und daraus resultierend natürlich auch die Fahrweise, die man mit diesen Panzern an den Tag legen soll, damit man am Ende auch erfolgreiche Runden in World of Tanks mit den Radfahrzeugen hat. Kommen wir als allererstes zu den besonderen Eigenschaften. Das Ganze geht bei Tier 6 los und im Grunde wird mit jeder Tierstufe, die man mit diesen Radfahrzeugen aufsteigt, ein weiteres Feature den Fahrzeugen hinzugefügt. Das Ganze geht los, wie gesagt, auf Tier 6 beim Panhard 178B. Mit ihm wird das magnetische Auto-Aim eingeführt. Auto-Aim kennen wir alle, wenn wir auf ein Ziel draufhalten und rechtsklickt, dann wird quasi das Fadenkreuz auf dem fixiert. Bei den Radfahrzeugen ist es so, dass man nicht mehr genau auf das Gegnerfahrzeug zielen muss, sondern man muss in die Richtung zielen. Man muss aber nicht genau auf das Fahrzeug draufhalten. Wenn man dann trotzdem Rechtsklick macht, wird das Fadenkreuz auf das Gegnerfahrzeug fixiert. Die nächste Eigenschaft, ab Tier 7, sage ich mal, so ein bisschen in Klammern gesetzt. Denn der 6er, muss man wissen, der hat nur 4 Räder. Der 7er bekommt dann 6 Räder. Hat jetzt keine großen Auswirkungen. Wargaming sagt, glaube ich, dass das halt ein bisschen manövrierfähiger wird. Ob das wirklich der Fall ist, naja. Ab Tier 8 ist es dann so, dass die Radfahrzeuge einen Marsch- und einen Manövermodus haben. Die Modi unterscheiden sich einfach darin, dass der eine Modus mehr Topspeed hat. Dafür sind die Fahrzeuge nicht so mobil, das heißt, sie sind nicht so drehfreudig. Die ganzen Kurven sind größer. In dem anderen Modus ist das Fahrzeug langsamer, aber dafür mobiler. Das heißt also, wie gesagt, die Kreise, die Kurven, die das Fahrzeug fahren kann, sind enger. Ab dem 9er, ab dem Panhard EBR 90, können diese Fahrzeuge vorwärts und rückwärts genauso schnell fahren. Es gibt hier noch eine kleine Ausnahme, und zwar ist das der geplante Tier 8 Premium Radpanzer. Der soll dieses Feature, also vorwärts, rückwärts genauso schnell fahren, auch schon auf Tier 8 haben. Der reguläre Tier 8 Radpanzer hat dieses Feature noch nicht. Kommen wir abschließend zum 10er Panzer. Was ist bei ihm die Besonderheit? Nun, hier ist es einfach so, dass er das Fahrzeug sein wird mit dem höchsten Topspeed im Spiel. Wir reden hier von 95 km pro Stunde Topspeed. Das heißt, dieses Fahrzeug ist zu jeder Zeit in der Lage, Position zu wechseln, die Flanke zu wechseln und dementsprechend überall dort einzugreifen, wo es notwendig ist. Wenn wir uns jetzt die Unterschiede zu den normalen leichten Panzern von den Radpanzern anschauen, dann werden ein paar elementare Sachen relativ schnell deutlich. Grundlegend ist es so, dass die Radfahrzeuge immer weniger Lebenspunkte haben als die normalen leichten Panzer. Sie haben immer deutlich weniger Sichtweite, die Radfahrzeuge, als die normalen leichten Panzer. Die Radfahrzeuge sind mit mehr Topspeed ausgestattet. Sie haben immer, wenn man sich die Kanone anschaut, die schlechteste DPM von leichten Panzern auf ihrer Tierstufe. Die Autoloader, also sowas wie AMX 12 Tonner 1390, das muss man teilweise ein bisschen ausklammern. Wenn man sich weiter die Kanone anschaut, ist es so, dass Pen-Werte, Alpha-Werte und Genauigkeitswerte sich immer so ein bisschen im Mittelfeld einpendeln. Mal ist es ein bisschen schlechter, mal ist es ein bisschen besser, aber kanonentechnisch stechen die Radfahrzeuge jetzt nicht negativ oder positiv hervor. Wo sie aber nochmal deutlich positiv im Vergleich zu den normalen leichten Fahrzeugen herausstechen, ist der Tarnwert. Wenn man sich mal die Tarnwerte anschaut, dann ist es so, dass der 6er den drittbesten Tarnwert der leichten Panzer hat. Beim 7er ist es schon so, dass er der zweitbeste Tarnwert ist, den leichte Panzer auf dieser Tierstufe haben.
Bei dem 8er Fahrzeug ist es so, dass man da auf Top 3 Niveau liegen. Und bei den 9er und den 10er Radpanzern ist es so, dass beide Fahrzeuge den besten Tarnwert der leichten Panzer auf ihrer Tierstufe haben. Aus diesen Unterschieden zu den regulären leichten Panzern kann man nun Vor- und Nachteile der Radfahrzeuge ableiten. Der größte Vorteil oder mit einer der größten Vorteile ist der sehr, sehr gute Tarnwert auf den Radfahrzeugen. Auch der extrem gute Topspeed ist wohl als Vorteil zu werten. Es ermöglicht euch einfach Positionen anzufahren, wo andere Panzer zu Beginn einer Runde nicht hinkommen. Ihr habt den Vorteil, dass die Fahrzeuge vorwärts und rückwärts genauso schnell fahren, zumindest ab Tier 9, beziehungsweise auch der 8er Premium, zumindest so ist das geplant. Beim 10er, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, muss man das so ein bisschen in Klammern setzen. Der 10er hat einen Topspeed vorwärts von 95, er fährt rückwärts keine 95. Er fährt rückwärts trotzdem noch 70 Sachen und das ist extrem viel. Ja, ihr fahrt rückwärts genauso schnell, wie teilweise andere Lights vorwärts fahren. Ihr habt gerade bei den Low-Tier-Radpanzern, also bei dem 6er und bei dem 7er, sehr, sehr gute Gun-Depression-Werte. Das wird später ab Tier 8 und dann ab Tier 9 und 10 oder mit Tier 9 und 10 dreht sich das Ganze und es wird eher zum Nachteil. Kommen wir zu einem weiteren Vorteil und zwar ist das die HE-Munition. Auf allen Radpanzern, egal welche Tierstufe, habt ihr extrem gute HE-Granaten. Nehmt also einige davon mit. Damit könnt ihr gegnerische leichte Panzer, leichte Radpanzer richtig ärgern. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Auto-Aim-Mechanik. Das ermöglicht euch einfach aus den hohen Geschwindigkeiten heraus eure Gegner anzuvisieren und zu treffen. Und zusätzlich zu dem haben die Radfahrzeuge auch eine extrem gute Gun-Dispersion. Die Softstats der Kanonen sind durch die Bank weg auf allen Radfahrzeugen sehr, sehr gut. Das heißt, übersetzt nichts anderes, dass die Granate im Zielkreis sehr, sehr häufig in die Nähe oder ins Zentrum fliegt und nicht so sehr im Zielkreis herumstreut. Natürlich muss man am Ende auch noch einen weiteren Vorteil bringen und zwar, die Dinger haben keine Ketten, sie haben Räder. Und in World of Tanks ist das halt mechanisch so gelöst, dass man sie nicht wie normale Panzer in die Kette ziehen kann. Das ist bei den Radfahrzeugen anders. Ihr könnt die Räder natürlich treffen, die Räder gehen auch kaputt, aber die Fahrzeuge bleiben, nur weil ein Rad abgeschossen ist, erstmal nicht stehen. Wenn ihr es schafft, mehr Räder kaputt zu schießen, werden die Radfahrzeuge extrem langsam, bis sie, wenn alle Räder runtergeschossen, sie auch stehen bleiben. Nur das muss man erstmal schaffen. Kommen wir zu den Nachteilen und hier muss man sagen, ein Nachteil ist, dass diese Panzer nicht auf der Stelle drehen können. Das muss man wissen, das muss man verinnerlichen, weil sonst manövriert man sich immer wieder in Situationen rein, wo man dann entweder dreht, also eine Kurve fahren muss, dem Gegner sich wieder präsentiert und Schaden bekommt. Oder man muss halt, weil man sich irgendwo an der Ecke festgefahren hat, mühselig vor- und zurücksetzen, um aus dieser Situation rauszukommen, weil ihr euch halt nicht auf der Stelle drehen könnt. Was man auch sagen muss, dass die Radfahrzeuge durch die Bank weg sehr schlechte Panzerungswerte haben. Nicht nur, dass ihr selber auch gute HE-Granaten habt, ihr seid auch selber also dementsprechend sehr anfällig für HE-Granaten. Des Weiteren, die Sichtweite auf den Fahrzeugen ist extrem schlecht für leichte Panzer und ihr seid deswegen gezwungen, sehr, sehr nah an den Gegner ranzufahren. Wargaming will damit die Leute zwingen, dass diese Panzer nicht als statischer Scout, sondern als Aktiv-Scout gefahren wird. Hier auch dann als weiterer Punkt die schlechte Gun-Depression im High-Tier-Bereich. Wie gesagt, die Fahrzeuge ab Tier 8 geht das los, Tier 9, Tier 10, die Radpanzer, sehr, sehr schlechte Gun-Depression-Werte. Grundsätzlich muss man hier auch das Fahrzeug-Handling quasi nennen. Durch diesen Top-Speed ist es teilweise sehr schwer, die Fahrzeuge zu kontrollieren. Da steht im Prinzip die Spielphysik dem Ganzen so ein bisschen als Gegner entgegen. Enge Kurven ist ein Problem, gerade wenn man in diesem Sprint-Modus ist, dann kann man einfach keine engen Kurven fahren und das führt häufig mal dazu, dass man an irgendwelchen Steinen, Fracks oder Häusern hängen bleibt. Nachteil auch weiter, DPM,
Also der Damage-Output pro Minute auf diesen Fahrzeugen extrem schlecht. Und ansonsten habe ich jetzt hier noch stehen, dass das Circlen schwierig ist. Also das heißt, um Fahrzeuge drumherum fahren, mit Auto-Aim arbeiten. Das liegt halt wieder darin geschuldet, dass sie Räder haben, dass sie teilweise große Kurvenradien fahren müssen und dass sie halt nicht in der Lage sind, auf der Stelle zu drehen. Das kann auch zu Situationen führen, wir werden es später sehen, dass man hinter einem TD hängt und tatsächlich Schwierigkeiten hat, diese Position zu halten. Hier nun am konkreten Beispiel mal gezeigt und erklärt, was es bedeutet, dass diese Fahrzeuge auf der Stelle nicht wenden können und wie das steuerungstechnisch in World of Tanks umgesetzt ist. Im Grunde ist es identisch zu den Panzern. Das heißt, wenn euer Fahrzeug stillsteht, euer Radpanzer, und ihr drückt nur eine Richtungstaste, also nur nach links oder nur nach rechts, dann dreht das Fahrzeug, nur halt eben nicht auf der Stelle, sondern das Radfahrzeug fängt entsprechend eine Links- oder Rechtskurve an zu fahren und der Radius fällt entsprechend größer oder kleiner aus, entsprechend welchem Fahrmodus ihr gerade gewählt habt. Wenn ihr zusätzlich zu der Richtungstaste dann noch die Vorwärts- oder Rückwärtstaste betätigt, fährt das Fahrzeug einfach eine größere Kurve, einen größeren Radius. Und auch hier entsprechend ist es davon abhängig, welchen Fahrmodus ihr gerade ausgewählt habt. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie man diese Radfahrzeuge denn nun eigentlich fahren sollte. Grundsätzlich, durch ihre Eigenschaften, auf die wir jetzt schon eingegangen sind, sind sie sehr, sehr map-abhängig. Sie haben halt, wie gesagt, diesen hohen Topspeed und dementsprechend mögen sie halt offene Karten, geschlossene Karten, Stadtkarten. Das ist das, wo sich diese Fahrzeuge nicht wohlfühlen und dementsprechend tut man sich dann natürlich auf solchen geschlossenen Karten auch extrem schwer, dort gute Runden zu spielen. Grundsätzlich für den Anfang einer Runde ist das Gleiche, was auch für normale Lights gilt. Schaut, dass ihr vielleicht ein Spotting hinbekommt, ihr habt einen guten Tarnwert, die Sichtweite fehlt natürlich, aber durch den Tarnwert könnt ihr vielleicht Positionen anfahren, wo ihr sonst nicht hinkommt. Natürlich auch in Kombination mit dem Topspeed einfach. Geht aber hier kein zu großes Risiko ein, vermeidet, dass ihr YOLO geht und vor allen Dingen lasst euch nicht isolieren und lasst euch von dem Topspeed nicht verleiten, irgendwo zu krass reinzufahren und dann zu merken, scheiße, hier komme ich überhaupt nicht mehr raus. Versucht lieber die ganze Sache irgendwie anders anzufahren, wenn ihr merkt, er kommt dort nicht weiter. Also so wie hier, wie Shai das gerade macht. Er merkt, er kommt dort, also er hat zwar einen Spot gemacht, er hat ein bisschen Schaden angesetzt, aber er kommt dort auch nicht wirklich weiter. Er wechselt jetzt hier die Position und hier kommen wir jetzt gleich genau an der Stelle, sehen wir, wie schwer es ist. Ich halte ja auch mal kurz an. Sehen wir hier, wie schwer es ist, diese Fahrzeuge zu kontrollieren. Er knallt halt gegen die Steine. Er schafft es nicht, vorher zum Stehen zu kommen. Und dann kommt auch der Punkt nochmal zu tragen, dass die Dinger nicht auf der Stelle drehen können. Er muss also die Kurve fahren und wird deswegen von dem Conqueror getroffen. Also das ist auch wieder, mal abgesehen davon, wie man sie zu fahren hat, auch hier ein wunderbares Beispiel, was die Schwierigkeit der Fahrzeuge ist, auch durch diesen Topspeed bedingt. Wenn wir jetzt an der Stelle hier mal weitermachen, im Midgame-Bereich, Shai hat hier nochmal einen Schaden von der Insel bekommen, ist deswegen jetzt auf One-Shot-Niveau runter. Im Midgame ist es so, gerade auf solchen Maps, auch wie Minen hier, was halt eine relativ geschlossene Map ist, man muss halt gucken, wo man den Schaden ansetzen kann. Es ist im Grunde kein Gameplay wie ein Light, dass man hier rumfährt und spottet. Man kann das natürlich versuchen, es gibt diese Situation, ja, aber die allermeisten Maps lassen das nicht so gut zu, beziehungsweise geht man dann doch einmal ein viel zu hohes Risiko ein, denn einfach aufgrund der sehr schlechten Sichtweite ist man dann, wenn man die Dinger wirklich als Aktiv-Scout fährt, so extrem gezwungen, hohes Risiko einzugehen, dass man also zumindest eigentlich fast immer gespottet wird, weil man so nah an den Gegner ran muss und dann in der Regel auch doch Schaden kassiert. Man muss das Ganze also mit den Radfahrzeugen ein bisschen anders angehen. Shai hängt jetzt hier in der Ecke, wird halt immer wieder gespottet. Er muss jetzt gucken,
dass er vielleicht hier und da den Conqueror offen hält, dass vielleicht die Arti wirken kann, dass er hier und da einen Schuss ansetzen kann und mal unabhängig davon, dass er jetzt hier One-Shot ist, natürlich kein zu hohes Risiko eingehen, auch hier aufpassen, dass man im Spiel bleibt, dass man sich nicht isoliert und dass man aber im Gegenzug sich vielleicht Ziele sucht, wo man den Schaden anbringen kann, wie hier vielleicht auf das Objekt oder auch sich vielleicht gegnerische Ziele isoliert haben, wo man vielleicht mit dem hohen Topspeed einfach mal reinfahren kann, weil sie alleine sind, die Gegner. Ein Schuss mit Auto-Aim, vielleicht noch einen zweiten in der Fahrt anzusetzen, aber dann auch direkt zu versuchen zu verschwinden wieder. Denn in den Infight sollte man auf jeden Fall mit diesen Fahrzeugen nicht gehen. Dafür halten sie einfach zu wenig aus. Und vielleicht kann man auch durch so eine Aktion dann das Team dazu animieren, auf dieser Flanke halt den Push dann zu fahren, dass man dort vielleicht den Gegner weiter unter Druck setzen kann. Was man auch versuchen kann, das werden wir im zweiten Replay noch sehen, ist natürlich, sich die Lücken zu suchen, wenn sich welche auftun, und dann dort durchzustoßen und sich die gegnerischen Artillerien zu holen. Dafür sind diese Panzer wirklich sehr gut geeignet, denn sie haben einfach den extrem hohen Topspeed. Sie können die Flanke wechseln, sie können die Lücken reinfahren und können dann mehr oder weniger ungehindert sich die gegnerische Artillerie schnappen. Wenn wir beim Thema der Lücke suchen ist, dann schauen wir uns jetzt mal die Situation an. Einerseits auch wieder ein super Beispiel dafür, dass die Fahrzeuge nicht so einfach zu handeln sind. Shai fährt hier quasi erstmal an das Wrack, obwohl er hier mit Topspeed reinfahren will. Er sucht sich jetzt die Lücke. Er weiß, dass wenn er jetzt hier ranfährt, er spotten kann. Man sieht auch, wie einfach man vielleicht durch den Topspeed hier an Position oder Position aus Richtung anfahren kann, was mit normalen Panzern vielleicht nicht unbedingt geht. Da meine ich noch nicht mal irgendwelche Kleinbing-Geschichten, sondern wirklich einfach so kleine Rampen, die normalerweise nicht funktionieren, weil Kleinbing will Wargaming und hat Wargaming mit 1.4 auch größtenteils rausgenommen und arbeitet da auch weiter dran. Aber er hat sich jetzt in die Lücke gesucht, der Jagdpanther geht dort raus und jetzt kann er hier den T95 ins Heck mit der HE abfarmen. Und was ich jetzt meine ist, er kann nicht auf der Stelle drehen. Er muss hier immer vor, zurück, er muss die Kurve fahren. Und das muss man halt wissen, das muss man bedenken. Ansonsten bekommt man da relativ schnell die Probleme, dass so ein TD auf einmal doch wieder die Kanone auf einrichten kann. Und man auf einmal dasteht und in ein Rohr guckt, wo man eigentlich gar nicht reingucken möchte. Hier im zweiten Gefecht sehen wir gerade für den Start einer Runde wirklich die Möglichkeiten sehr gut, die man mit den Radfahrzeugen hat. Denn, wie gesagt, sie haben einen hohen Topspeed und man kann am Anfang einfach Position erstmal anfahren bzw. eine Scout-Runde fahren, die man vielleicht mit einem regulären Scout-Panzer nicht hinbekommen könnte, weil die einfach nicht so schnell sind. Aber, wie gesagt, kein zu hohes Risiko, isoliert euch nicht. Versucht, soweit es geht, das Ganze aus der Bewegung zu machen. Natürlich gibt es einfach Situationen, wo man auch mal statisch spielt. Aber hier gar nicht erst sich so groß auf Kämpfe einzulassen, sondern vielleicht erstmal einfach Informationen zu sammeln und zu gucken, was dort für Gegner kommen. Natürlich vielleicht, wenn hier so ein Scout auftaucht, durchaus mal auch mit der HE so ein bisschen Hallo zu sagen. Aber das hier, Shai ist hier zum Beispiel auch schon wieder zu sehr das Risiko eingegangen, hat sich auf den Infight mit dem 1375 erstmal eingelassen, obwohl er hier halt erstmal runterfahren können und das Ganze nochmal neu anfahren können, bis hier First Front auch als Unterstützer mit da ist. So hat er jetzt hier, glaube ich, einmal zu viel Schaden bekommen. Ist jetzt nicht mega schlimm, aber das kann natürlich in anderen Fällen auch ganz anders ausgehen. Ihr könnt nicht auf Kette gesetzt werden, aber wenn der 1375 jetzt hier zum Beispiel es geschafft hätte, den Clip noch mehr in ihn reinzupumpen, wäre es natürlich zum Problem geworden. Hier haben wir jetzt auch ein wunderbares Beispiel für eine Midgame-Situation, wo man einfach die Geschwindigkeit nutzt, um in Lücken der Gegner reinzustoßen. Also Shai hat hier erkannt, dass hier im Außenbereich relativ wenig los ist. Das meiste tummelt sich so im Süden. Er guckt jetzt hier, ob jetzt hier noch irgendwo was steht, vielleicht ein TD oder sowas. Und merkt aber, dass hier keine Gegner sind. In dem Moment ploppen nämlich auch die ganzen Gegner da oben auf. KV-2, T-34
OI. Und er weiß im Grunde, dass er jetzt hier mehr oder weniger unbehelligt diese Lücke nutzen kann. Und das ist eine wunderbare Situation, wofür die Radpanzer gemacht sind, mit der hohen Geschwindigkeit in die Lücke reinzufahren und sich jetzt die gegnerischen Artillerien zu holen. Gleichzeitig werden wir jetzt hier aber auch gleich einen Punkt sehen, der mit der Physik und der Spielmechanik zusammenhängt. Wenn ihr also so Sprünge macht, beziehungsweise über so kleine Huckel fahrt, dann kann es ganz oft passieren, dass dieser Panzer verzieht. Beziehungsweise durch dieses Bremsen, durch das Lenken, kommen solche Situationen, dass auf einmal der Panzer komplett verzieht, zustande. Und das, daran muss man sich gewöhnen. Das wird man nicht komplett vermeiden können. Und gerade wenn es noch höhertierige Fahrzeuge sind, also dann zum Beispiel der 8er, der 9er oder der 10er, und die nochmal mit höherem Topspeed unterwegs sind, wird das umso gefährlicher und darauf muss man aufpassen. Aber hier auf jeden Fall ein wunderbares Beispiel, wie man in die Lücke reinfahren kann und dann entsprechend die gegnerischen Artillerien rausnehmen kann, was ja auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Hier jetzt eher schon so eine Situation, das ist zwar noch Mid-Game, aber er hat sich natürlich jetzt durch diesen Positionswechsel in eine Situation gefahren, wo er jetzt wunderbar auf den Gegner den Schaden farmen kann. Was man aber auch sieht, gerade so DPM, das ist schon echt dünne, was diese Radfahrzeuge hier bieten. Es dauert sehr, sehr lange, um hier den Tiger und den T29 da runter zu farmen. Und das, wir dürfen nicht vergessen, das sind passend Panzer, die gleiche Tierstufe haben, wie er gerade fährt. Wenn wir jetzt also bedenken, er wäre in einem Low-Tier-Gefecht, ist das Ganze nochmal umso schwieriger. Ja, Wargaming will natürlich zwingen, dass man die Fahrzeuge zum Spotten benutzt, als Unterstützer, vielleicht zum Kettenziehen, mal da und hier reinfahren. Aber man muss halt auch einfach nochmal sagen, sie haben eine schlechtere DPM, noch schlechtere DPM als die regulären Lights. Und das macht es halt, gerade wenn man dann doch mal in dieser Situation ist, gezwungen ist, Schaden zu machen, umso schwieriger. Jetzt haben wir gleich eine Situation, die es nochmal sehr gut zeigt, wie schwierig es ist, mit diesem Panzer Gegner zu zirkeln. Er hat hier diesen OI und tut sich jetzt echt schwer, dadurch, dass er halt nicht auf der Stelle drehen kann, zuverlässig an diesem Panzer rumzukommen. Und ihr seht schon, der OI schafft es tatsächlich, hier eine Granate in ihn reinzudrücken. Sicherlich mit ein bisschen mehr Erfahrung ist das durchaus auch vielleicht noch besser möglich, aber es ist auf jeden Fall eine größere Herausforderung, Panzer zu zirkeln und um sie herumzukommen. Und damit sind wir auch am Ende dieses Tutorial-Videos. Ich habe euch gezeigt oder gesagt, was die Besonderheiten der Radpanzer sind. Wir haben uns die Unterschiede angeschaut zu den regulären leichten Panzern, haben uns die Vor- und die Nachteile der Radpanzer angeschaut, haben im Gefecht gesehen, was sie können, wie man sie fahren sollte, was teilweise die Schwierigkeiten sind. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Nochmal zur Fahrweise, zur Zusammenfassung. Zum Start des Gefechtes schaut, dass ihr aktiv einen Scouting machen könnt, wenn es die Map zulässt. Fahrt euch nicht in zu große Risikosituationen rein. Lasst euch nicht wie vielleicht Chai mit dem 1375 auf einen Kampf ein, sondern fahrt erstmal lieber weg. Holt euch nur die Informationen über das Spotting. Isoliert euch nicht von euren Teammates. Schaut halt immer, dass ihr noch eine Möglichkeit habt, wieder zu euren Teammates zurückzukommen. Im Midgame ist es halt schwierig, wirklich ein Scouting mit den Teilen zu machen, weil sie halt einfach so eine schlechte Sichtweite haben. Schaut eher, dass ihr dort eure Mobilität einsetzt, um in Lücken reinzufahren, um vielleicht gegnerische isolierte Panzer zu beschädigen und im Late Game dann einfach die Artis vielleicht rauszunehmen, Schaden zu farmen, dann vielleicht versuchen, wenn ihr der einzige Light noch seid, mit eurer Mobilität und Sichtweite zu arbeiten, um dann vielleicht wieder Spotting machen zu können und dadurch halt insgesamt zu einer guten Runde zu kommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Däumchen nach oben da, schreibt eure Meinung gerne zum Video in die Kommentare. Habt ihr selber noch Ergänzungen, natürlich auch gerne in die Kommentare damit und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.